Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Okay. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die Splicer vom Leib zu halten. Okay. Ich glaube, das wird nicht nur ein Splicer sein, der mich hier holen will. Hey! Ah, lol, der hinter mir! Das ist niedlich. Und geht weg! Ich bin glücklich. So, wo war. Hey, wo war denn hier eine Kamera? Auf was wartest du, mein Junge? Ryan's Typen sind unterwegs! Versiegle den Eingang zum Labor! Ja, bin auf dem Weg! Ich hab ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Wow. Hast du die Tür geschlossen? Gut, das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Oh, Big Daddy? Magst du mal? Ich willst du ja hier so eine kleine Little Sister beschwören oder so. Hier gleich, komm. Ups. Ich versteck mich einfach hinter dem Big Daddy. Wir müssen ja eh warten. Der braucht noch ein bisschen sehr lange, habe ich das Gefühl. Wieso dauert das so lange? Ah, warum ist das denn hier offen auf einmal? Ah. Oh großer Gott, da kommen sie! Hier auf der Stelle, okay, nur ja, wo denn? Du kommst sowieso zurück! Null! Big Daddy, bleib bei mir! Oh! Okay, komm, schieß die anderen ab! Du baust nichts als Scheiße! Hä? Lo, wo kommst du denn? Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Von oben? Hä? Also jetzt bitte mal for real, wo kam der her? Meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer. Lauf nur weg! Aus Leuten wie dir wird nie etwas. Ich höre auch nicht von wo. Ach da! Alter Vater. Kein Plan. Ich habe gerade andere Probleme. Ich kann hier aber auch nicht mehr durch. So, das ist gerade mein Problem. Oder nee, von da kam ich, oder? Nee. Geh weg jetzt. Geh weg. Nee, nee, der war schon richtig. Da musste ich lang. Bist du weg? Meine Güte! Und noch da! Komm, Big Daddy, gönn dir! Ah, ich hab keine Munition mehr! Ich dachte schon, hey, warum lade ich dich nach? Warum schieße ich nicht mehr? Der Big Daddy gönnt sich! Ha! Oh, holt er eine neue Little Sister? Nein, Mann, warum nicht? Ich glaube, ich brauche ihn jetzt auch nicht mehr. Hä? Ja, wo kommt ihr denn immer? Ich hab schon fast die halbe Strecke geschafft. Drück auf die Tube. Mit Ryans verstümmelten Missgeburten ist nicht gut Kirschen essen. Wo kommen die denn immer her? Wo versteckst du dich?
Besteck mich nicht, du musst nur besser suchen, so. Jetzt mal for real, warum kommt jetzt so eine Kack? Nee. Warum? Warum kommt jetzt hier? Ne? Bist du Bescheid? Wegen irgendwas mit Feindkontakt stand da, ja? Ja, die ignorieren mich aber, wie es aussieht, okay? Und geh weg. Du auch. Hab dich doch locker. Was? Okay, noch panzerbrechend. Obwohl ich mir die, glaube ich, eher aufspar. Gar keine Muni mehr. Normal Schrot noch ein bisschen. Was? Achso. Mann. Ich wollte die Leiche looten, aber okay. Kommt die denn her? Also ein bisschen wundert mich das echt schon, wo die herkommen, ganz ehrlich. Hey. Willkommen im Z- Okay, ich hab noch einen. Was war das? Ist der Vektor fertig? Auf was wartest du? Drück den verdammten Schalter! Ich würde den Schalter ja gern drücken, aber mich nervt die gerade so eine. Es war eine Vergnügung. Ja. Jetzt kann ich. Da ist hier noch eine, oder? Ist er tot? Ich glaube schon. Nein, ist er nicht. Wo ist er? Junge. Er ist immer noch nicht tot, ne? Hä? Spiel, was willst du von mir? Egal. Gut gemacht, Kumpel. Atme tief durch und genieße es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Taubkugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Sind wir schon bald fertig? Ach egal, ich ignoriere den jetzt. Ich habe halt auch keine Muni mehr, ne? Ich habe panzerbrechende Munition, ja, wow. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei gutes Wort. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Okay. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Ja. Okay, Leute. Wo wollen wir hin? Fort Frolic. Ne, wir haben ja noch 4 Stationen. Also wird es noch 4 weitere Kapitel, sag ich mal, geben wahrscheinlich, ne? Also das und noch 4 weitere. Alles klar. Oh. Heilige Mama Maria. Oh, ich glaube aber, ich
warte mal, wir haben jetzt eine Viertelstunde Stream. Drei Parts hätte ich jetzt so gesehen. Oh, ich glaube, wir machen nicht mehr lange. Nee, geht nicht. Meine Nase ist halt ein bisschen sehr zu. Und mein Dad feiert Geburtstag. Wäre, glaube ich, ein bisschen unfair, wenn ich da heute nicht auftauchen würde. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, er ist wirklich ein totaler Psychopath. Alles klar. Das wird kein gutes Ende nehmen. Kein gutes Ende. Glaube ich nicht. Oh, Genebank. Oh, kein Waffen. Dingsautomat. Mano. Irgendwo vielleicht? Komm schon. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Oh, Kacke. Ich hab keine Money. Geh weg, geh weg. Geh weg. Ich hab ein bisschen Probleme, Leute. Ich hab keine Money und ja. Okay. Oh, ich wusste nicht, dass es so böses Ende nimmt. Ups. Okay, die Apple brauche ich zum Glück nicht. Yeah. Kann ich irgendwo bitte einen Waffenautomaten finden? Das wäre so nice. Ganz ehrlich. Das ist jetzt unfair. Okay. Alles klar. Okay. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist oder vielleicht etwas Besseres. Wo kamt ihr denn her, Alter? Kann ich jetzt mal... Mann! Ich hab mal keine andere Waffe, ich muss dich so töten, es tut mir leid! Geht das doch auch nicht!
Dieses Feuer echt. Okay. Das ist eine geile Waffe, merke ich gerade. Bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. Alles klar. Noch keine andere Munition dafür. Okay. Komm, 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 komm. Whee! Erstmal ein bisschen was gewonnen, das ist nice. Komm, Autohacker. Willkommen im Zirkus der Werte. Schrot. Das. Ein paar Pistolenkugeln, noch mehr das. Noch mehr Schrot. Noch zweimal Pistolenkugeln. Muni! Oh, herrlich! Willkommen in Fort Frolic! Hey! Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Du zum Beispiel. Ich teste dich, Kleine. Oh nee! Komm, irgendwo muss hier doch dieser Notschalter sein. Nein, da nicht. Einfach lauf, ich laufe jetzt einfach. Ja, kein Bock, meine Muni dafür zu verschwenden, Leute. Au, 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 au. Einfach mal kurz healen. Au. Ich hab keine 20 Dollar. Das ist jetzt natürlich unlucky. Ah. Digga, geh weg. Kamera, Alter. Ganz ehrlich. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Okay. Okay, war nur die Toiletten, alles klar. Was haben wir hier noch? Ne, von da komme ich gerade. Ne. Hier unten war ich noch nicht, ne? Doch, hä? Hier war ich noch nicht. Oh. Alles klar. Nee. Seit wann bluten Statuen? Seit wann? Wag es nicht mehr auf den Sack zu gehen. Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Korn haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten... Nicht dein Ernst! Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Ich
So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.